Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute geht es darum, dass du endlich tatsächlich dein Wunschgewicht erreichen kannst. Und dazu habe ich auch Eva Balzer wieder hier eingeladen. Wir reden zu diesem Thema gleich. Und ihr wisst ja, dass eine meiner Hauptaufgaben als Ärztin ist, das immer noch im Zunehmen begriffene Übergewicht zu verhindern. Weil Übergewicht ist verantwortlich für so viele Krankheiten, für so viel Traurigkeit, für so viel Leid. Und ich möchte so gerne, dass das aufhört. Ich habe in meinem neuen Buch Abnehmen garantiert im Übrigen ein Kapitel den Prinzipien, über die wir heute reden wollen, auch gewidmet. Und zwar habe ich es genannt, Geheimnisse, die, warte mal, ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder, ein wenig bekanntes Geheimnis, ja. Und da habe ich versucht, ein bisschen darüber zu schreiben, weil tatsächlich mit deinem Wissen und auch, was ich durch dich jetzt auch gelernt habe oder was ich mir selbst angeeignet habe durch die entsprechenden Samen, aber da kommen wir gleich noch dazu, weiß ich, dass es wirklich ein ganz wesentlicher Baustein ist, um dorthin zu kommen, wo man hin möchte, nämlich irgendwann sein dauerhaftes Wunschgewicht zu haben, wie auch immer das aussieht. Es geht hier nicht darum, wie Twiggy auszusehen. Also Twiggy war ein Model, so als ich noch sehr jung war. Die war mit Sicherheit, dieses Mädel war magersüchtig. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern wir brauchen ein Wohlfühlgewicht, ein gesundes Gewicht, das uns die Sicherheit gibt, dass daraus keine Krankheiten entstehen. Ja, und deswegen schön, dass du wieder da bist, liebe Eva. Übergewicht ist ja auch ein Riesenthema für dich, ist es so? Ja, also zu viel wiegen ist auf jeden Fall ein Riesenthema für mich. Also ich habe mit 20 angefangen zuzunehmen und habe dann einfach immer zugenommen. Und ich habe irgendwann gesagt, ich habe schon ein paar Sachen in meinem Leben echt hingekriegt, muss ich sagen. Und ich hatte ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber ich habe gesagt, ich kann alles nur nicht abnehmen. Das war tatsächlich ein Spruch, den ich lang hatte. Weil es Glaubenssatz, ja? Es ist ein Glaubenssatz, der aber beruht auf 700.000 Failures, Scheitern, dass man sich irgendwas vornimmt und das Geschwätz am Nachmittag keine Pfifferling mehr wert ist. Also was ich an dem Thema, ich finde es sehr vielschichtig. Aber eine Sache, die mich wirklich sehr beschäftigt hat, ist dieser Kreislauf von, boah, du bist super motiviert, du nimmst dir irgendwas vor, am Nachmittag hast du schon wieder irgendwas gegessen, was überhaupt nicht reinpasst und dann hast du das schlechte Gewissen, du hast die Scham, was dich super beschwert, was dich wieder zum Essen führt. Also wir haben hier wirklich einen negativen Kreislauf, der, also bei mir läuft das Thema unter Happy Body, Happy Mind, weil ich finde, das gehört zusammen. Also auch das, diese fürchterliche Scham- und Schuldgeschichte, die damit schwingt, die nervt auch ziemlich. Genau, es gibt ja so drei Themen, die wir jetzt genau zu diesem Thema besprechen wollen und was ihr konkret dagegen tun könnt und wie man das Ganze jetzt mal von den Diamantschneider-Prinzipien her sich anschauen möchte. Wenn ihr das erste Video zu diesem Thema noch nicht gesehen habt, weil da erklärt Eva, was sich hinter diesem Diamantschneider-Prinzip verbirgt, dann könnt ihr das und solltet ihr vielleicht auch hier tun, damit ihr dann auch besser versteht, über was wir hier reden. Wir reden natürlich über den Stift und dass wir den schaffen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es wäre schon ganz gut, da ein bisschen einzusteigen. Und wenn ihr neugierig geworden seid, dann solltet ihr zumindest mal mit diesem Buch der Diamantschneider auch beginnen, um da mehr noch reinzukommen, weil es ist ein Konzept, es ist ein Prinzip, es ist eine Weisheit, es ist eine Lehre, ich weiß gar nicht, was es ist, die so genial ist. Und ich weiß noch, als ich dieses Buch in der Hand hatte, ich dachte, meine Güte, das ist ein Meilenstein wieder für mich, weil ich habe so viel verstanden, was ich schon in mir gespürt habe. Und es ist so einfach und es ist so gut und man schadet niemandem, nicht mal sich selbst, sondern genau das Gegenteil. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit den drei Hauptthemen zum Thema, wie werde ich denn mein Gewicht wirklich
Gesundheit auch los, ne? Genau, mit diesen Prinzipien. Das ist der entscheidende Punkt. Also vielleicht nochmal, um zu rekapitulieren, wenn ihr den Stift noch nicht gesehen habt, den ihr wirklich nochmal anschauen solltet, weil der ist, der hat es in sich, der Kerl. Aber grundsätzlich sagen wir in den Diamantschneider-Prinzipien, dass alles, was du tust, hat eine Konsequenz. Du pflanzt einen geistigen Samen durch das, was du denkst, was du sagst, was du tust. Und diese Samen verdoppeln sich und erschaffen deine Realität 65 pro Sekunde eben auch. Ne? Das heißt, so wie dieser, wenn wir mal jetzt zum ersten Beispiel gleich gehen, ja, also alles, was ich erlebe, kommt von meinen alten Handlungen. Gleiches kommt von Gleichem. Das ist ein wichtiges Gesetz. Ja. Wenn ich etwas möchte, muss ich jemandem anderen dasselbe geben. Also es lohnt sich immer, deswegen hast du es wahrscheinlich auch in deinem Buch, dass man jemanden hat, dem man hilft, abzunehmen. Weil dadurch, dass ich mich beobachte, dass ich dir tolle Tipps gebe zu einer tollen Gemüsesuppe, ja, pflanze ich den Samen dafür, dass mir die Gemüsesuppe auch besser schmeckt als die Schokolade. Ja? Das ist einfach so. Also nehmen wir mal diesen ersten Punkt mit dem, mit diesem wirklich sehr negativen Kreislauf. Ich bin da inzwischen voll raus. Das ist unglaublich. Also ich habe ja mein Leben lang mein Schuldkleid getragen und ich tue es nicht mehr. Und gepflanzt habe ich das dadurch, dass ich verstanden habe, okay, wie geht es mir in den Situationen? Und da geht es ja viel um Schuld und Scham. Ne? Und man bewertet sich auch. Ja? Du prügelst ja auf dich ein. So, ah, musste das sein? Und die Schokolade? Und da, du hattest dir doch vorgenommen. Ja? Und das sind Samen, die in deinem Geist aufgehen. Nicht mehr und nicht weniger. Dadurch, dass ich, und jetzt kommt's, wahrscheinlich in der Vergangenheit andere bewertet habe. Und das Ding tut jetzt ein bisschen weh. Ja? Das heißt, wir bewerten andere ständig. Ja? Wenn ich jemanden sehe, der dick ist, denke ich, da komme ich noch drunter. Keine Ahnung. Oder wenn jemand vergleichst hübsch ist, dann. Genau, du vergleichst dich, du bewertest andere, weil sie so oder so oder so aussehen. Und diese Samen der Bewertung, die gehen dann auch in dem eigenen Geist auf, dass ich mich selber bewerte. Und in eine fürchterliche Gleiches mit Uhr. Gleichem. Genau. Das heißt, eine Sache, die ihr machen könnt, ist sich einfach zu bemühen, also nicht mehr so das Essen so als Gegner sehen, sondern das, was wir so die Geistesgifte nennen, zu gucken, wenn ich merke, oh, ich gehe über die Straße und ich sehe jemanden und ich bewerte den. Dass ich dann nur sage, boah, ich wünsche dir, dass du, alles, was ich hier heute gepflanzt habe für gesundes Essen, das schicke ich dir. Oder wenn jemand besonders schön ist, dass ich nicht neidisch bin, sondern mich erfreue daran und sage, boah, bist du schön, am besten gehe ich noch hin und sage, boah, du hast ja die Figur des Jahrzehnts. Ja, und das sind Samen, die mir helfen, aus diesem Zyklus halt rauszukommen. Also andere Menschen ermutigen, die sich was trauen, Kinder ermutigen. Ja? Wie schön ist es denn? Ich denke jetzt einfach, weil klar, wir gehen durch die Straße und sehen und bewerten, irgendwie haben wir uns das angewöhnt. Und wir wissen natürlich auch, dass die, die da laufen, natürlich das Gleiche machen. Und dann denken wir natürlich, ups, was denkt der dann jetzt vielleicht über mich? Aber wenn wir plötzlich aufhören damit, dann bewerten vielleicht die anderen auch nicht mehr. Wie genial ist es denn? Und deswegen brauche ich mich gar nicht mehr irgendwie schlecht zu fühlen und auch keine Schuld mehr zu haben und so. Das Coole ist, ich muss mich nicht mehr bemühen, sondern es ist einfach so, du fühlst dich nicht mehr schlecht, weil du anderen immer nur das Beste wünschst. Also deswegen, ich muss jetzt mich gar nicht mehr anstrengen. Das ist das, was die Leichtigkeit in diesem System bringt. Ich beobachte mich, ich optimiere mich und meine Gedanken. Und dadurch pflanze ich die Samen dafür, dass ich mich selber sehr viel positiver und liebevoller behandle. Das ist der Clou. Super genial. Und jetzt sind wir bei dem Thema Leichtigkeit. Das fand ich auch so schön. Wir haben ein Gespräch gehabt und da hat Eva mir verraten, was sie gemacht hat, um tatsächlich auch ein bisschen leichter zu werden. Und da dachte ich, muss ich zweimal fragen, wie bitte, was hast du gemacht? Eva, was hast du gemacht, um leichter zu werden, auch vom Gewicht her? Das fand ich eben so schön. Naja gut, ich komme erstmal auf das hier. Leichtigkeit war für mich, ich habe mit meiner Partnerin überlegt, was ist für uns eigentlich Abnehmen? Ja, und für uns war es, also das ist eben die geistige Schwere, also nicht nur die körperliche Schwere, sondern auch eine geistige Schwere. Also haben wir gesagt, was wir uns wirklich wünschen, ist Leichtigkeit. Das war ja Schritt 1 von den 4 Schritten, die wir im letzten und im vorletzten Video auch schon besprochen haben. Das war unser Ziel. Also man muss, jeder, der abnehmen möchte, muss für sich auch klären, was kommt für mich da eigentlich, worum geht es mir eigentlich? Und ihr habt gesagt,
Wir wollen Leichtigkeit. Wir wollen leichter sein oder wir wollen Leichtigkeit oder leichter uns fühlen, leichter sein. Leichter sein, leichter fühlen. Gut, beides. Alles klar. Also Leichtigkeit perfekt. War für uns das Thema. Ne? Ja. Nicht für alle so, aber wenn es für euch auch so ist, dann passt. Also Folgendes. Also ich habe dann einfach, ich finde das immer der Buchhalter, der versucht jetzt alles, was er so macht, auf der positiven Seite abzubuchen. Ja? Also VWR habe ich mal studiert, da bin ich fürchterlich auf die Nase mitgefallen. Aber das kann ich noch positiv abbuchen. Also ich habe Koffer, also ich bin Marktforscher, ne, und ich habe dann auch Kameramenschen dabei und ich weiß noch, die haben ein sehr schweres Gerät und dann habe ich denen, also in einem Interview im 17. Stock oder was, habe ich denen die schweren Koffer hochgetragen. Sehr bewusst mit dem Ding, ich pflanze jetzt Leichtigkeit, weil der Kollege das schwere Zeug nicht trägt. Ich sage, kann ich das nehmen? Ja, die Leute verstehen das dann nicht so, zack, zack, hochgetragen. Ja? Oder du kannst, was sich für mich sehr verändert hat, alle so täglichen Arbeiten, Müll runtertragen. Habe ich früher delegiert, aber sowas von. Der Spruch dazu ist, Schatz, heute ist gelber Sack. Was das heißt, ist, kannst du ihn bitte runtertragen. Ja, inzwischen reiße ich mich drum. Ja, oder wenn es Sonntag darum geht, die Brötchen zu holen. Da war ich immer, da drücken sich immer alle und denken, hoffentlich gehen die anderen. Und ich bin immer die Erste, die jetzt sagt, ich gehe. Ja, und ich mache das dann und sage, alle anderen können noch im Schlafanzug. Ich gehe jetzt raus und nehme ihnen diesen Weg ab und verschaffe ihnen ein leichtes Leben, weil einfach auf dem Tisch Brötchen sind. Und dann macht man ganz irre Sachen und das fängt an, dann richtig Spaß zu machen tatsächlich, weil man nach Gelegenheiten sucht, wo man Menschen erleichtern kann. Also ich habe ja auch ein Unternehmen mit 20 Volunteers und da überlege ich mir sehr gut, delegiere ich eine Aufgabe oder frage ich denen jetzt was, was ich eigentlich weiß und mir selber raussuchen könnte. Also auch so Sachen. Also dann suche ich es mir selber schnell raus, bevor ich es delegiere. Also andere nicht beschweren, auch Streit finde ich beschwert, andere kritisieren, da sind wir wieder beim ersten Punkt, beschwert ja den Geist von anderen und ich suche einfach immer mehr nach Gelegenheiten, Erleichterung zu verschaffen, Freude zu verschaffen und Mut und solche Sachen anderen zu geben. Und da muss ich mich natürlich, wie ihr aus den anderen Videos schon wisst, jeden Abend doll drüber freuen. Auch die Sache bleibt, sonst wird es nichts. Ja, genau, weil die Freude ist wie den Samen, den du gepflanzt hast, indem du eine Freude bereitet hast, auch zu gießen, damit der nämlich aufgehen kann. Und wenn du ihn nicht gießt, dann geht er nicht auf. Und das ist was, was wir unbedingt lernen müssen. Also ich weiß, es ist jedes Mal das Thema überhaupt mit der Freude darüber, dass wir was Gutes tun. Aber ich weiß halt auch, dass es am schwierigsten ist. Und deswegen wird es jedes Mal wieder thematisiert. Eva, hast du noch eine Möglichkeit, was man tun kann mit den Diamantschneiderprinzipien, um wirklich weiter noch an Gewicht zu verlieren? Genau, also wie gesagt, ein Partner wäre cool, der auch dasselbe Ziel hat. Mhm. Und was wir viel diskutiert haben, wie gesagt, wir machen das seit 4 Jahren, ist so das Thema Sucht. Ich nehme an, das diskutierst du in deinem Buch ja auch. Also das ist wirklich nervig, ja, weil wir sind erwachsene, starke, bewusste, tolle Menschen. Und ich nehme mir morgens was vor und nachmittags ist es durch. Ja, das ist krass. Also da habe ich schon wieder irgendwas getan. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann alles noch nicht abnehmen, weil du wirklich an dir selber zweifelst. Das heißt, eine Sache, die wir auch gepflanzt haben, ist Vertrauen. Also wir haben anderen Menschen vertraut, dass wir uns selber vertrauen. Ich habe auch Konsequenz gepflanzt. Also jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich bin um 11 da, dann war ich um 11 da und habe gesagt, diese Samen für Konsequenz widme ich meinem Essen. Ja, also auch so Sachen habe ich gemacht. Also Leute, die neigen, zu spät zu kommen, können jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte immer pünktlich sein. Und dann diese Samen von Regelmäßigkeit dann für die Möglichkeit, dass man einfach es durchhält, was man sich vorgenommen hat. Verlässlichkeit ist für mich das Thema, weil ich konnte mich auf mich selber nicht verlassen. Aber jetzt, wenn ich sage, ich habe Verlässlichkeit gepflanzt, ja, dann widme ich das meiner eigenen Verlässlichkeit. Ich habe mir nämlich morgens was vorgenommen und dann halte ich das auch. Also man muss immer als Detektiv, diese Prinzipien sind für sehr eigenständige Menschen, die selber denken können. Ja, man muss auch ein bisschen Detektiv sein. Man weiß, Gleiches kommt vom Gleichen. Was genau will ich? Das muss ich anderen geben und ich muss mich abends freuen. Ja, und das kann sehr unterschiedlich sein. Wie gesagt, ich finde, das Thema Abnehmen ist sehr, sehr vielschichtig. Ja. Also ein Thema, auf was du ja auch noch ansprichst, ist das Thema Sucht.
Weil es ist ja wirklich zum junge Hunde kriegen. Ja? Du weißt, also zum Beispiel liebe ich Gummizeugs, so saure Gurken und so Kram. Ja? Ich bin da total allergisch drauf. Ich kriege da sofort so einen Bauch. Ja? Und ich stehe davor und ich kann die Finger nicht lassen. Ja? Und jetzt ist der Trick, wir wissen von den alten Schriften, dass wir auch Gewohnheiten pflanzen können. Und du hast ja im letzten Video auch schon gesagt, Gewohnheiten muss man pflanzen. Gewohnheiten pflanzen wir, indem wir, jetzt haben wir nichts, aber sagen wir mal, das wäre hier irgendwie was, Schokoladen, irgendwas. Oder eine Limo oder sowas. Oder eine Limo ja. oder was, ja, mhm. von der ich auch weiß, dass sie mir nicht besonders, ja. ich vertrage sie wirklich tatsächlich mhm. nicht, abgesehen von dem ganzen Zucker, was in dem Zeug ist. So. Die alten Schriften sagen, wenn du das siehst und dem Impuls so tschack, tschack und rein, wenn es dir gelingt, dich an den Stift zu erinnern, an dein Ziel und zu sagen, oh, damn it, ich warte jetzt noch 3 Sekunden. Puh, 21, 22, 23. Und es dann trinkst. Dass du dann Samen für Gewohnheit pflanzt, dass du es immer mehr nach hinten ziehen kannst. Also ich habe mal tatsächlich fast 30 Jahre 40 Zigaretten am Tag geröscht. Du? Ja, ja, klar. So viel? Ja, klar. Okay. Ich bin potenziell ein Suchti. Aha. Und ich habe jetzt das Gefühl, als hätte ich nie geraucht. Das ist unglaublich. Es ist weggepflanzt. Ja, und ich habe auch nicht gedacht, dass ich aufhören kann zu rauchen. Und so ist das auch mit Nahrungsmitteln, dass du denkst, oh, du kannst nicht die ohne Schokolade. Das geht prima. Der Trick ist, und das ist wirklich, da braucht man ein bisschen Geduld für das System, aber es funktioniert. Du wartest eine Minute und dann isst du die Schokolade. Und du freust dich am Abend nicht über, also du ärgerst dich nicht über die Tafel Schokolade, sondern du freust dich über die Minute, die du gesagt hast, ich habe das mit dem Stift verstanden, ich pflanze jetzt eine Gewohnheit für, ich kann es lassen. Genau, du hast deine neue Gewohnheit damit gestärkt. Genau. Ja. Und bist nicht schuld und bist nicht wieder schlecht drauf, sondern findest das positiv und... Du richtest den Fokus immer in diesem System. Wenn du dich nicht freust, machst du was falsch. Ja? Also immer, wenn du dich ärgerst oder unglücklich bist, bist du auf dem falschen Weg. Also ja, ich habe heute zu viel gegessen. Und eigentlich könnte ich mich jetzt natürlich fertig machen. Aber ich verstehe, das kommt von Samen, von einer alten Gewohnheit von mir, die ich jetzt in der Gegenwart, das ist wie mit Blumen. Wenn Blumen aus der Erde kommen, dann kann ich die nicht zurückdrücken. Das ist durch, die sind rausgekommen. Ich verstehe, das sind alte Samen, aber ich habe 5 Minuten gewartet. Ich weiß noch, ich hatte eine Geschäftsreise und hatte mir so ein süßes Teil gekauft, von dem ich wusste, dass ich es eigentlich nicht essen wollte. Und dann habe ich gesagt, ich esse es nicht auf dem Gleis, nämlich sofort, ich esse es im Zug. Ich warte noch die nächste Station. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich hatte es nicht gegessen. Ja? Und so schiebst du im Prinzip und du pflanzt damit neue Gewohnheiten. Und wenn du dich immer eher freust, anstatt dich fertig zu machen, dann entwickelst du eine völlig neue Sicht auf die Welt. Das ist der Kracher. Und ich glaube, was auch wirklich greifbar ist und was man vielleicht dann noch leichter umsetzen kann, ist, wenn man sich so jemanden sucht, der das gleiche Bedürfnis hat wie man selbst. Und das habe ich auch in meinem Buch Abnehmen garantiert. Da geht es ja ums Abnehmen genau geschrieben, weil ich fand es so schön, jemanden zu suchen, der den gleichen Wunsch hat, den ich auch habe. Und dem dann zu helfen. Und plötzlich hilfst du dir dadurch irgendwie selbst. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist so. Das ist das Coole am System. Dieses System, du hilfst dir selbst. Du hilfst nämlich jemandem anderen, weil du weißt, es kommt zurück. Aber gleichzeitig hilfst du dem anderen. Und wenn du dann auch noch die Samen der Welt widmest, dann könnte man argumentieren, weil ja die Welt komplett von dir kommt. Wir hatten diese Handbewegung im ersten Video. Erschaffst du nur noch Menschen, die gesund essen, die ein vernünftiges Verhältnis zu essen haben, die ein tolles Gewicht haben, die sich wohlfühlen. Und deswegen hast du ja, glaube ich, im ersten Video auch gesagt, das ist ein System, das mir und der ganzen Welt gleichzeitig hilft. Und das macht dann halt irgendwann auch echt Spaß. Ja, ja, und wenn ich mir überlege, es ist ja so auch ein Stück weit unsere Vision, dass wir die Menschen schmerzfrei, also gerne wissen würden und natürlich ich vor allen Dingen gesund und natürlich ohne Übergewicht mit sich rumtragen zu müssen. Das ist natürlich so toll, wenn es so funktioniert. Und es funktioniert. Und natürlich gibt es da noch so ein paar
andere Hinweise, auch wie man essen kann und essen sollte. Das ist klar, aber auf diesen Ebenen, die wir eben angegangen sind, wird, glaube ich, dieses Thema Übergewicht überhaupt nicht besprochen. Da geht es halt immer wieder um Schuld. Und ich habe ja auch geschrieben, wir sind gar nicht schuld daran, dass wir zunehmen. Und wir können so viel Gutes mehr noch tun. Es wird uns noch so viel leichter, wenn wir eben diese Diamantschneiderprinzipien befolgen. Und ich kann euch einfach nur einladen und sagen, versucht's für die nächsten 6 Wochen einmal so, wie du das auch vorgeschlagen hast. Du nimmst dir jetzt vor, ich werde leichter. Das ist dein Wunsch. Dann als nächstes machst du nochmal. Du suchst den ganzen Tag nach Gelegenheiten, anderen Menschen das Leben leichter zu machen. Oder suchst du jemanden, mit dem du das jetzt die 6 Wochen zum Beispiel machst? Ich würde beides machen. Also ja. Das ist einmal die Woche und dann über den Tag über einfach schauen und dann sehe ich eine Frau über die Straße laufen. Früher hätte ich gesagt, boah, ich habe zu viel zu tun. Jetzt denke ich mir, ha, das ist die Gelegenheit. Also stürme ich hin und sage, kann ich in die Tüten über die Straße tragen? Also ich würde sowohl einen Partner mir suchen, mit dem ich einmal die Woche regelmäßig und dann jetzt über den Tag immer mal schauen, was das so für Gelegenheiten sich eröffnet. Drittens ist die Sachen tun. Ja, 2 war die Planung, 3. 2 und 3 kommt immer ein bisschen zusammen. Genau. Und jeden Abend freuen. Ich habe heute Leichtigkeit gepflanzt. Wie cool ist das denn? Ich widme dies der Leichtigkeit von allen Menschen, mir auch. Ja, genau. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt wirklich, dass ihr ganz viel Leichtigkeit pflanzt. Ich werde auch weitermachen damit. Du wirst weitermachen damit. Und vielleicht machen jetzt noch ganz viele mehr mit, weil ihr alle zugeschaut habt. Also es ist für euch, es ist für jeden anderen auch und es ist für die ganze Welt. Also von daher super toll. Liebe Eva, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Das erste Video findest du hier. Wir haben auch noch ein zweites Video gemacht. Das findest du dann hier. Das ist okay, Patrick. Also irgendwo findet ihr das auch, auf jeden Fall. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr dieses Thema gefunden habt. Es gibt noch ein weiteres Thema. Und zwar sprechen wir tatsächlich nochmal über Veganismus, was das jetzt vielleicht auch damit zu tun haben könnte. Super, super spannend. Und wenn ihr einfach mir den Daumen nach oben schenkt, meinen Kanal abonniert, dann freue ich mich und dann danke ich euch auch dafür. Und bis zum nächsten Mal. Tausend Dank, liebe Eva, dass wir wieder zusammen gesprochen haben. Sehr gerne, liebe Petra. Ciao. Ciao.